Deine Zähne sind in perfekter Verfassung. Ich putze ihm zweimal am Tag die Zähne. Sind wir bereit für das nächste magische Haustier? Aber natürlich. Verwandel dich in einen Krankenwagen, Morphle. Magisches Haustier-Zahnteam zur Rettung. Bist du bereit für deine Zahnuntersuchung, Kleiner? Ich habe nichts auszusetzen. Alles in Ordnung. Jetzt sind nur noch die magischen Haustiere im magischen Haustierladen übrig, oder? Ja, dann haben wir alle Check-ups gemacht. Los geht's, Morphle. Sieht gut aus. Wer kommt jetzt? Gut, dann sehen wir mal. Oh je. Du hast ein Loch. Keine Sorge, das ist nicht schlimm. Ich kann es hiermit füllen. Hey, warte mal, mein Großer. Oh nein, er hat Angst. Wir müssen ihn aufhalten, bevor er sich wehtut. Morphle, verwandel dich in ein Pferd. Verwandel dich in einen Drachen. Bleib stehen. Es ist wirklich nicht so schlimm. Oh je. Wie können wir ihn nur aufhalten? Wir brauchen etwas, das schnell schwimmen kann. Und stark genug ist, dieses Boot aufzuhalten. Morphle, verwandel dich in ein Krokodil. Jetzt halt das Boot auf, Morphle. Tut mir leid, dass ich dir Angst gemacht habe. Aber es ist wirklich wichtig, dass wir das Loch behandeln. Es tut vielleicht noch nicht weh, aber es wird früher oder später wehtun, wenn es nicht behandelt wird. Okay, Morphle, du kannst jetzt loslassen. Morphle? Morphle, Zahnschmerzen. Oh je, lass mich sehen. Sieht aus, als hättest du auch ein Loch, Morphle. Du hast keine Angst vom Zahnarzt, oder? Nein. Lasst uns zur Praxis gehen. So gut wie neu. Und weil ihr beide wirklich tapfer wart, kriegt ihr ein Geschenk. Armer Morphle, du bist wohl noch immer krank. Du brauchst viel Ruhe, um gesund zu werden. Keine Sorge, Morphle. Papa und ich kümmern uns um dich. Hi, Mila. Hi, April. Kommst du mit Morphle raus, um zu spielen? Ich würde gerne spielen. Aber Morphle ist krank und ich habe versprochen, mich um ihn zu kümmern. Morphle auch spielen. Hatschu. Nein, Morphle. Du brauchst jetzt ganz viel Ruhe. Aber. Nein, Morphle.
Du kannst rausgehen, Mila. Ich kümmere mich um Morphle. Danke, Papa. Ruh dich gut aus, Morphle. Wiedersehen, Morphle. Also dann, Morphle. Ich kann dir ja vielleicht eine Geschichte vorlesen. Morphle will spielen, Mila. Morphle gleich zurück. Ja. Sucht nach Achzu. Morphle, sorry. Weg mit dir, gemeiner Tiger! Los! Gesundheit! Oh, mein Glücksschilfrohr hat mich mal wieder gerettet. So schmutzig. Was habt ihr gemacht? Also, zuerst haben wir eine Dame getroffen, die uns gefragt hat, ob wir ihr helfen könnten, ihren Hut zu finden. Ich hab meinen Hut verloren. Könnt ihr mir suchen helfen? Morphle hat sich in einen Suchhund verwandelt und hat überall nach dem Hut gesucht. Morphle hat gefunden, Hut. Ja, die Dame war so glücklich, als Morphle ihr den Hut gebracht hat. Und dann haben wir Mechaniker Joe getroffen. Morphle, ich brauche deine Hilfe. Mein Abschleppwagen ist kaputt. Morphle verwandelt sich in einen Elefanten. Und in einen Triceratops. Und in einem Roboter. Danke dir, Morphle. Hättet ihr das Auto nicht abschleppen können? Ja. Bauarbeiter Lawrence uns um Hilfe gebeten. Ich hab meinen Bohrer auf dem Gebäude vergessen. Morphle Kran! Die
Tauchschnelle war sehr, sehr schlammig. Danke dir, Morphle. Gut gemacht, Morphle. Aber jetzt brauchst du dringend ein Bad. Bad? Morphle, ich mag Bad. Morphle, komm zurück. Komm schon, Morphle. Es ist nur ein Bad. Bad? Morphle, ich mag Bad. Hab dich. Oh. Wo ist der hin? Wenigstens nimmt Morphle jetzt auch ein Bad. Morphle mag Bad! Was? Jetzt gefällt es dir? Hallo, Polizei-Officer Freeze! Ich konnte es nicht erwarten, dich abzuholen. Los geht's! Was? Was? Wohin bringst du Mila? Ich bringe Mila ins Gefängnis. Mila! Fahrrad! Mila in Gefängnis! Das ist doch kein Strafzettel. Ich will hier wirklich nicht allzu lange bleiben. Morphle, hilf dem Polizisten mehr! Weg! Weg, sag ich! Raus aus meinem Garten! Was machst du denn hier, Morphle? Was machst du denn? Du sehr gemein zu Vögel! Morphle, Polizeiauto, du geh in Gefängnis! Du kannst nicht Leute einfach ins Gefängnis bringen, Morphle! Was? Das war echt lustig. Oh Mann! Viel Müll! Oh, wie toll! wo sind meine Reifen hin? Was? Ein Strafzettel wegen Müll? Du kannst nichts
darf nicht auf das Gras in einem Park? Warum sollte ich... Morphe gibt dir Strafzettel. Das ist doch unglaublich. Kinder heutzutage. Das ist toll. Einfach toll. Das war toll. Ab jetzt wirst du immer dran denken. Bleib auf freiem Fuß. Morphe? Mila! Nicht im Gefängnis? Nein, ich war nie im Gefängnis. Polizeiofficer Fries hat mich rumgeführt in der Polizeistation. Oh! Aber Morphe wollte befreien Mila. Dann Morphe bringt Verbrecher in Gefängnis. Was? Oh nein. Du kannst nicht einfach so Leute verhaften, Morphe. Ich hatte viel Spaß mit unserem winzigen roten Freund. So warm. Also, wir fahren zum Strand. Haustiere? Kümmert euch um den Laden, während wir weg sind. Tschüss alle zusammen. Also, jetzt zum Geschäft, Jan. Hast du sie probiert, Stein? Ziemlich gut. Hallo, Madam. Stört Sie das heiße Wetter etwa? Ja, ganz schrecklich. Vielen Dank der Nachfrage. Friere Sie ein. Viel besser, oder? Wer als letztes im Wasser ist, ist eine Essiggurke. Wo kommt bloß das Eis her? Nichts zu danken. Viel Spaß. Keine Sorge, Papa. Wir werden sie aufhalten. Verwandle dich in einen riesigen Löwenmorphel. Jetzt machen wir sie fertig. Oh nein, Morphe. keine Sorge, Morphe. Ich krieg dich da raus. Morphe hat's auch erwischt, was? Papa, du bist frei. Ja. Zum Glück ist die Sonne heute so heiß. Jetzt lass Morphe da rausholen. Yay! Jetzt ist Morphe ein Monster-Truck. Mit Stacheln auf den Rädern. So verlieren wir auf dem Eis nicht den Halt. Wär's hiermit? Hm.
Wollt ihr ein Eis haben? Ich muss was erledigen, Morphe. Aber es ist geheim. Du kannst nicht mitkommen. Morphe, komm mit. Nein, Morphe. Das ist nicht erlaubt. Auf Wiedersehen, Morphe. Mila! Mila! Oh, was ist los, Morphe? Papa, weiß wohin, Mila? Nein, tut mir leid, Morphe. Nicht hier. Mila hier? Was? Nein, Mila ist nicht hier. Sie ist nicht hier. Mila nicht hier? Na, Morphel. Wo ist Mila? Morphel weint? Mila! Nicht in meiner Stadt. Komm schon, Morphel. Ich wette, Mila wartet zu Hause auf dich. Nicht so schnell, Morphel. Du hast noch gar nicht im Hinterhof gesucht. Überraschung! Mila! Happy Birthday, Morphe! Jetzt öffne dein Geschenk! Ja, Miss Edge! Gerechtigkeit schläft niemals, aber du musst schlafen von 9 bis 7. Zeit für Verbrecherjagd! Gleich nach dem Zähneputzen. Als wärst du böse hingefallen. Komm mal mit. Ich glaube, das Butterbrot ist verdorben. Ist alles okay, Herr Bürgermeister? Naja, mir ging's schon mal besser.
Oh, das ist nicht gut. Komm, wir bringen ihn auch zum Arzt, Morphle. Verwandel dich in einen Krankenwagen. Kenneth muss sich ausruhen. Also bitte keinen Unfug während der Fahrt, ja? Lass mich raten. Grün vor Neid? Verdorbenes Butterbrot. Komm schon rein, ich helfe dir sofort. Okay, alle verstecken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Gefunden. Das war leicht. Ich kann nichts dafür. Es juckt mich überall. Morphle, ich glaube, du musst dich wieder in einen Krankenwagen verwandeln. Okay. Und ab jetzt sei vorsichtiger mit verdorbenem Essen. Oh jemine, heute ist viel los. Es juckt so sehr. Glaube ich gern. Das ist eine allergische Reaktion. Komm mit, ich habe eine Salbe dafür. Oh. Alles okay, Morphle? Sieht aus, als könnte unser kleiner Helfer auch Hilfe gebrauchen. Ganz viel Spaß am Strand. Thank you.
Muffi. Aha, da seid ihr Banditen. Was habt ihr mit all den Tieren gemacht? Hä? Welche Tiere? Die Tiere, die in den Wägen waren, die verschwunden sind. Du meinst die Wägen, die verschwunden sind, einfach so? Bis später.